Die Bayern-Frauen sichern sich die Vizemeisterschaft und somit die Champions-League-Qualifikation in der Frauen-Bundesliga. Der Auswärtssieg in Essen wurde eingeleitet durch diesen schönen Freistoßtreffer von Lina Magul in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Die Bayern-Frauen waren die dominante Mannschaft in dieser Partie und diese Überlegenheit münzten sie auch in weitere Tore um. Linda Dahlmann in der 72. Spielminute. Den 3:0-Endstand erzielte Jovana Damjanovic per Elfmeter. Die Bayern-Frauen somit Vizemeister. Mit dieser Wahnsinnsparade hält Ron Torben Hoffmann den 2:1-Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena fest. Die Bayern-Amateure bleiben damit Tabellenführer in der dritten Liga. Bereits mit der ersten guten Szene das erste Tor. Malik Tillmann in der 8. Minute mit der Führung für die Bayern-Amateure. Allerdings kämpfte sich der FC Carl Zeiss Jena zurück. In der 32. Minute ein absolutes Traumtor von Maximilian Rohr zum 1:1 Pausenstand. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auch in der zweiten Hälfte die überlegene Mannschaft. Die logische Konsequenz in der 62. Minute. Malik Tillmann zum zweiten. Er erzielt den Siegtreffer für den FC Bayern München. Der 13. Sieg im 16. Spiel in 2020. Die Bayern bleiben damit Tabellenführer der dritten Liga. Kurz ruhig bleiben. Ich freue mich, dass ich hier bin. Bin gestern Abend aus Gelsenkirchen hier rübergefahren. Das sind sehr, sehr gute Eindrücke der ersten Stunden. Weiter. Und jetzt alles ausatmen. Ausatmen, aus. Weiter ein bisschen noch. Weiter. Und nochmal ein und aus. Ganz ruhig ein und ausatmen. Sehr gut gemacht. So, ich brauche. Ich wollte den nächsten Schritt machen. Ich habe das Angebot von Bayern München bekommen und klar ist der größte Verein in Deutschland. Und deswegen will ich mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln. Das sind so die nächsten Ziele, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren habe. Oh!
Applaus für Coco. Der nächste Bayern-Star kehrt ins Mannschaftstraining zurück. Dienstagvormittag an der Säbener Straße. Corentin Tolisso, gut gelaunt, absolviert Teile des Teamtrainings. Der Franzose knapp 3 Monate nach seiner Knöchelverletzung wieder gemeinsam mit seinen Kollegen auf dem Platz. Wie schön wäre es, wenn sich die Ereignisse wiederholen könnten. Ende der letzten Saison feiert Tolisso im Pokalfinale gegen Leipzig sein Comeback nach 8-monatiger Verletzungspause. Jetzt fehlte der Franzose 11 Wochen. Ein Einsatz dieses Jahr im Endspiel des DFB-Pokals, aber eher unwahrscheinlich. Ganz anders sieht es da bei Robert Lewandowski aus. Sein Einsatz im Pokalfinale unumstritten. Der beste Spieler der Bundesliga lässt auch im Training die Muskeln spielen und sorgt gemeinsam mit Thiago und Coutinho für die Showeinlage des Tages. Der Pole natürlich auch Torschütze und Vorbereiter im abschließenden Trainingsspiel. Die Bayern schuften insgesamt rund 90 Minuten bei sommerlichen Temperaturen mit einer kleinen Zugabe hinten raus. Niklas Süle und Joshua Zirkzee mit einer Extraschicht am Kopfballpendel unter der Aufsicht und Anleitung von keinem Geringeren als dem Tiger Hermann Gerland. Er hat sich in den letzten 3 Jahren unheimlich verdient gemacht und die Position des Sportvorstands auch absolut verdient. Es ist eine große Ehre und selbstverständlich Anerkennung meiner Arbeit als Sportdirektor. Ich weiß, dass ich große Verantwortung trage und eine große Aufgabe habe, auch mit meinen Kollegen zusammen den FC Bayern genauso zu managen, wie das Karl-Heinz und Uli in der Vergangenheit auch gemacht haben. Der Hasan war damals ein junger, dynamischer Bursche, frech, unverbraucht, unheimlich dynamisch und man war gespannt, ob er es beim großen FC Bayern auch schafft. Was wir dann gesehen haben, war eine Explosion, ein Wirbelwind, ein Publikumsliebling. Man hatte das Gefühl, der Hasan, der ist rund um die Uhr einsetzbar. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, von dem ersten Tag für den FC Bayern zu spielen. Das war für mich eine große Ehre und dass wir so viel Erfolg dann mit unserer Mannschaft damals gehabt haben, macht mich natürlich auch sehr, sehr stolz. Er ist unheimlich umtriebig, ist fleißig, ist Tag und Nacht unterwegs, hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut und ist genau der Richtige, um den Umbruch beim FC Bayern voranzutreiben. Wir bauen eine junge Mannschaft auf mit vielen jungen Talenten. Den muss er vorantreiben. Er muss auf der anderen Seite natürlich auch helfen, die Erfolge, die der FC Bayern in der Vergangenheit erzielt hat, die auch weiterzuführen. Denn wir wollen keinen Zentimeter preisgeben und auch in der Zukunft genauso erfolgreich sein wie in der Vergangenheit. Wir wollen die Champions League gewinnen. Hasan weiß, wie das geht. Das ist ein ganz großes Ziel von mir und da werden wir alles dran setzen. Klar, danach, wenn wir das schaffen sollten, natürlich den Club auch in der europäischen Spitze zu etablieren. Der Club steht sehr, sehr gut da. Karl-Heinz Rummenigge als CEO hat das in den letzten 20 Jahren hervorragend gemacht mit seinen Kollegen, mit seinen Vorstandskollegen. Das ist die Aufgabe, genauso weiterzumachen. Tanguy Nianzou, 18 years old, FC Bayern München. Willkommen, danke. Ich heiße Tanguy. J'étais très excité, j'étais surtout pressé de pouvoir paraffer ce contrat. Et vraiment, maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment content de pouvoir jouer avec ce club. Mes objectifs sont d'engager le plus de temps de jeu, j'espère, en travaillant à l'entraînement et en espérant jouer beaucoup de matchs. Einatmen und ausatmen. Genau. Weiter. Ist gern geschehen.
Ce qui me motive ici, c'est le club. C'est un grand club comme l'ancien. Et vraiment, j'espère pouvoir m'imposer ici et pouvoir jouer le plus de matchs. Wir sind sehr glücklich, dass wir Tanguy für den FC Bayern gewinnen konnten. Er ist unserer Meinung nach eines der größten europäischen Talente. Ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Er kann auf der 6 spielen, aber natürlich seine Top-Position ist Innenverteidiger. Wir sind sicher, dass er in München große Karriere machen wird und jetzt schon unsere Mannschaft verstärken wird. Wir sind stolz und glücklich beim FC Bayern, dass wir mit einem so tollen und weltbekannten Konzern wie Siemens jetzt weitermachen können, weitermachen dürfen. Ich darf mich dafür herzlich bedanken. Das ist eine tolle Partnerschaft und bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren gute gemeinsame Dinge machen werden zum Wohle beider, des FC Bayern als auch eben der Firma Siemens. Mit dem FC Bayern verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Es verbindet uns der Anspruch auf internationale Spitzenklasse, aber es verbindet uns eben auch der Anspruch, immer wieder die Bodenständigkeit eines internationalen Unternehmens hier in München zu zeigen, es miteinander in der Partnerschaft, in der Freundschaft auch auszudrücken. Das ist das Besondere zwischen dem FC Bayern und der Siemens AG, dass wir in der Welt zu Hause, aber in Bayern daheim sind. Es sind zwei Münchner Ikonen, die hervorragend zusammenpassen und deswegen möchte ich mich auch bei Siemens und speziell bei Herrn Käser ganz herzlich bedanken für diese langjährige Partnerschaft, die jetzt in die Zukunft weitergeführt wird. Gerade im Thema Nachhaltigkeit, das ja so wichtig ist heute, haben wir intensive Pläne, wie wir weiter zusammenarbeiten können und ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert und freue mich darauf, dass wir mit Siemens so einen starken Partner an unserer Seite haben. Das war nochmal eine richtig dramatische Angelegenheit, dieses letzte Heimspiel der Bayern Amateure gegen den MSV Duisburg. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet seit 5 Spielen ohne Sieg erzielten aber den ersten Treffer in dieser Partie Vermey nach gut einer halben Stunde. Dies gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Durchgang 2 begann etwas später. Es schüttete wie aus Kübeln. Die Bayern-Amateure aber mit ganz viel Druck und Tempo im Spiel nach vorne und mit diesem schönen Treffer von Timo Kern in der 70. Minute. Aber Duisburg brauchte einen Auswärtssieg, um weiter mitreden zu können im Aufstiegsrennen und sie erzielten das 2:1 durch Daschner in der 83. Minute. Dann die Nachspielzeit und die eingangs gezeigte Szene. Leon Dayaku wurde kurz zuvor eingewechselt und erzielte diesen wunderschönen Traumtreffer zum 2:2 Endstand. Die Bayern-Amateure können am Samstag mit einem Auswärtssieg in Kaiserslautern die Meisterschaft in Liga 3 perfekt machen. Servus München. Audio Jungle. Audio Jungle. Mia San Mia.
vor der Saison nicht für möglich gehalten. Jetzt zuckersüße Realität. Die Amateure des FC Bayern sind Meister in Liga 3. Bis es aber soweit war, galt es am altehrwürdigen Betzenberg für seine Mannschaft nochmal alles rauszuhauen. Mit einem Auswärtssieg wären sie nicht mehr einzuholen. Durchgang 1 schenken wir uns wenig los. Durchgang 2 begann so. Feldhahn mit dem unglücklichen Rückpass und Kühlwetter ist dazwischen und schiebt 1:1:0 für Kaiserslautern. Die Bayern nun also in Rückstand und müssen gucken, was macht Braunschweig in Meppen, was macht Würzburg gegen Halle oder eben selbst zurückschlagen. Stanisic, Spajic, der Glück, der Pfosten rettet für den Lauterer Schlussmann. Das ist die letzte Aktion in diesem Spiel. Die Bayern verlieren, bekommen aber die gute Nachricht aus Meppen. Dort hat Braunschweig verloren. Dann die Nachricht, Würzburg spielt 2:2 gegen Halle. Und das heißt, die Amateure des FC Bayern sind Meister der dritten Liga. Liebe Freunde des FC Bayern, dies ist ein großartiger Abend. Ich möchte mich bei der Mannschaft, bei den Trainern an der Spitze mit Hansi, bei den Doktoren, bei den Physios, bei allen Betreuern herzlich bedanken. Ihr habt eine unglaubliche Saison dieses Jahr gespielt. Jetzt stehen wir hier, haben das Double gewonnen und ich muss sagen, die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, fand ich großartig. Wenn ich einen Hut jetzt auf hätte, würde ich ihn vor euch ziehen, weil ich finde, ihr habt das top gemacht. Absolut top. Das Schöne an dem heutigen Tag ist, wir haben das Double. Wir sind trotzdem noch im dritten Wettbewerb. Ich würde mal sagen, mit großem Respekt aller Teilnehmer, die da noch in der Champions League vorhanden sind, unterwegs. Ich rate nur zu einem, macht es unaufgeregt. Bitte nicht vergessen, noch sind wir erst im Achtelfinale. Rückspiel wartet noch. Mit natürlich einem tollen Ergebnis da aus London im Rücken. Aber macht es unaufgeregt. Alle, die 2013 schon dabei waren, da haben wir ja noch den einen oder anderen hier in der Gruppe, wissen, es ist ein langer, schwieriger Weg. Aber wenn ich euch in den letzten Wochen so beobachtet habe, ist es ein Weg, der möglich ist. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Kurzurlaub. Und danach schauen wir weiter. Dann werden die Trainer wieder übernehmen, werden euch vorbereiten und dann schauen wir mal, was noch dieses Jahr möglich ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bayern, herzlichen Glückwunsch von mir ganz persönlich als alter Bayern-Fan, aber herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Stadt München. Ihr habt der Stadt München wieder einen großen Dienst erwiesen. Dankeschön. Es ist unglaublich, was ihr an Rekorden auch diese Saison wieder geleistet habt. Wenn ich schaue, was Robert Lewandowski dieses Jahr wieder gezaubert hat, 34 Tore, das gab es Jahrzehnte schon nicht mehr. Sensationell. Die ganze Mannschaft hat eine grandiose Rückrunde gespielt. Der FC Bayern und die Stadt München gehören zusammen. Der FC Bayern und die Stadt München arbeiten hervorragend zusammen. Und ich bin froh und stolz, dass die Bayern unser sportliches Aushängeschild auf der ganzen Welt sind. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Gratulation zum Sensationserfolg gestern und die ganze Saison. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München. Danke. Lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren des Münchner Stadtrats, es sind kuriose Zeiten, das sieht man, dass wir uns nicht im Rathaussaal oder auf dem Balkon dieses Jahr treffen dürfen. Aber ich möchte gleich damit beginnen, mich zu bedanken. Ich finde das hier eine großartige Atmosphäre, die hier geschaffen wurde. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, an die Damen und Herren des Rathauses. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der Stadt München für das tolle Verhältnis, das wir haben zwischen der Stadt und dem FC Bayern. Ich würde fast sagen, wir hatten nie ein besseres Verhältnis. Wir haben natürlich gestern gesehen, dass es das einzig Richtige war, dass man die Saison so zu Ende spielen konnte, wie sie zu Ende gespielt wurde. Und glücklicherweise haben wir das Double gewonnen. Die Burschen haben das fantastisch gemacht. Wir hatten ja schon im Februar eine Kampagne Rot gegen Rassismus. Die Frau Bürgermeisterin trägt ja schon dieses T-Shirt. Wir sind hier Gast und ein guter Gast sollte ja immer ein kleines Geschenk mitbringen. Und wir möchten allen Damen und Herren des Stadtrates ein solches T-Shirt überreichen, weil ich glaube, die Kampagne ist eine tolle Kampagne. Die steht uns insbesondere in diesen Zeiten gut zu Gesicht. Nicht nur gut zu Gesicht, sondern ich glaube, es ist auch eine Verantwortung, dass man hier eben Farbe bekennt. Und ich finde es schön, Rot gegen Rassismus. Die Vereinsfarben des FC Bayern sind rot. Und Rassismus ist etwas, was wir, glaube ich, dringend einfach aus dieser Welt entfernen müssen. Ich darf mich herzlich bedanken für diesen Empfang und für den Fall der Fälle, bei dem ich hoffe, dass er nochmal eintritt, würden wir natürlich gerne nochmal kommen. Ihnen alles Gute, danke sehr. Es ist aber letztendlich auch so eine Lebenserfahrung, dass es meistens nie kommt, so wie man es plant. Und deswegen bin ich natürlich absolut happy, dass wir dieses geschafft haben, das Double geschafft haben dieses Jahr. Und ich glaube auch, das war das Ergebnis einer so sensationellen guten Leistung der Mannschaft. So, Hermann Gerland sagt immer, Hansi, wenn da jetzt noch die Fans dabei gewesen wären, das wäre nochmal ein Top gewesen. Ich wünsche dir, dass du das auch irgendwann mal erlebst und das hoffe ich natürlich auch. Es war eine Power-Saison und sie haben auch mit viel, viel Power gespielt. Deswegen ist es auch mal gut, wenn man Belastung hat, dass man dann auch mal regeneriert und auch mal mental regeneriert. Und die Zeit geben wir ihnen jetzt, auch wenn es kurz ist. Nitka ist halt nicht frei. Es ist so, dass er auch selbst trainieren wollte und das finde ich auch gut. Und ich freue mich da schon nach dem Urlaub dann wieder mit der Mannschaft auf das nächste Ziel einfach uns vorbereiten zu können. Das ist natürlich klar, das Finale. Dass dann der Champions League in Lissabon, denke ich mal, auch gespielt wird. Ja, lieber Claudio, danke für alles. Du bist und warst ein großartiger Fußballer, aber ein noch besserer Mensch. Mit dem Golfspielen, das klappt noch nicht so gut, aber wir werden trainieren. Na, Jungi, bis bald. Claudito, vielen Dank für alles. Du bist ein überragender Fußballer. Du hast viel gemacht. Mit dir zu spielen war eine geile Zeit. Vielen, vielen Dank. Mach's gut und wir sehen uns gleich. Hi Jungs, ich gratuliere euch recht herzlich zur Vizemeisterschaft. Habt ihr super gemacht. Genießt euren Urlaub, eure Ferien und bis bald. Hier ist der FC Bayern München!
die Spieler drin sind und wir haben gewonnen, dann ist die Stimmung natürlich oben auf. Laute Musik, schlagen gegen die Scheiben, wo du ab und zu dann mal ein bisschen Angst haben musst, dass dann die Scheibe rausfällt.